Yo, 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 meine lieben Zockfreunde, da bin ich wieder aus der Versenkung. Yay. Ja, meine Nase ist so halbwegs wieder in Ordnung. Die OP ist erfolgreich durchgegangen und ja, ist noch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, in nächster Zeit werde ich wieder loslegen. Aber als erstes wollte ich jetzt erstmal loslegen. Die Gamescom ist ja vorbei und es wurde angekündigt und ich habe schon so viele PNs bekommen. Zocki, Mafia 3, Mann, wirst du's LP'n? Hast du schon gesehen? Hier, da, bam, boom, bam. Ey, die Nachrichten auf Facebook und auf Steam überlagert, echt Wahnsinn. Mach das, das wird dich wieder hochbringen. Mafia 2 war einfach dein Ding und bla und blub. Hammer, echt geil. So, und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt ein Video und analysiere das so, wie ich das alles sehe. Ich bin natürlich jetzt nicht hier so ein Spieleredakteur oder so, aber ich wollte halt einfach mal so ein bisschen den ganzen Trailer so ein bisschen analysieren. Und ja, da würde ich als allererstes würde ich mal anfangen mit dem Trailer. Der Trailer, ich musste natürlich erstmal selber erstmal laufen lassen. Der Trailer, ja, es ist ja so, dass man ja jetzt nicht mehr hier Vito spielt. Was mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr sauer aufgestoßen ist, weil Vito war halt schon so. Ja, Familie, du Italiener und so. Das war einfach, damit konnte ich mich mehr identifizieren und somit habe ich auch schon das, was mich so ein bisschen, ja, was ich so ein bisschen schade finde. Man spielt jetzt halt hier so einen Afroamerikaner, der halt hier irgendwie im Vietnamkrieg war und nie einen Anschluss gefunden hat und irgendwie eine Familie, war ein Waisenkind, tralala, was ich so ein bisschen gelesen habe und so an Infos rausgeholt habe. Es war halt immer so, er hat sich nie irgendwie familiär irgendwo einintegrieren können. Und ja, und dann kommt er halt wieder aus dem Krieg zurück nach New Orleans. Und da spielt nämlich auch das gute Mafia 3. Das spielt nämlich hier in New Orleans, Mississippi. Da gibt es dann halt die ganzen Sumpfgegenden mit Alligatoren und man sieht ja auch im Trailer, dass er da einen wirklich in die Sümpfe wirft und so. Ich fand es halt schon ein bisschen schade so. So, was ist denn hier mit Vito und warum und weshalb und Mann, es ist ein bisschen schade so. Also die ersten Trailer waren halt so ein bisschen ernüchternd. Also der Trailer jetzt, dieser gerenderte Trailer. Aber ich hoffe, die Story ist halt trotzdem geil, wie in Mafia 2 und wird halt richtig geil umgesetzt. Und ich bin so ein bisschen noch skeptisch, aber ich lasse mich gerne in diese Voodoo-Dings. Es wird da auch so irgendwie so eine Voodoo-Königin geben und so, denke ich mir mal. So, die sieht halt so aus und dann ist halt alles so ein bisschen Disco-Fieber-mäßig. Also. Ja, es spielt ja 1968 und da ist ja so diese, also Ende der 70er ist das, Ende der 60er, Ende der 60er. Frage mich dann, ob es dann auch so ist wie in Mafia 2, dass es dann so einen Umschwung gibt. Und ja, aber ich wollte ja eigentlich den Trailer analysieren. Also man sieht ja hier jetzt gerade, wie er hier so einen Gefangenen hat und die deutsche Synchro war, hat mich so ein bisschen an Wolfenstein erinnert, so wie er geredet hat und die Mucke und so, war so ein bisschen gleich. Kam mir schon so vor, der Trailer von Wolfenstein müsst ihr euch mal angucken, also das erste Wolfenstein hier, dieses The New Order, das, nicht das erste Wolfenstein, also das, es gibt ja jetzt noch dieses New Blood oder wie auch immer das andere heißt. Und ja, da sieht man dann auch schon die drei Lieutenants. Einer davon ist Vito, den sehen wir hier gerade. Und dann natürlich diese Afroamerikanerin. Und der hier so mich ein bisschen erinnert so an so einen Südstaatler, so wie Trevor in GTA 5, würde ich mal sagen. Und ja, das sind seine Lieutenants. Und man kann jetzt, also es soll mehr Open World sein. So, sie wollen so GTA ein bisschen Konkurrenz machen, würde ich sagen, und sie wollen das so ein bisschen open-worldig machen und es sollen viele Aufgaben geben und ja, das sind jetzt eigentlich so alle Infos, was ich so rausgefunden habe.
Dann ist es auch noch so, das Spiel ist nicht von den ehemaligen Entwicklern 2K Tschechien. Es ist jetzt von 2K USA, also USA. Also es ist nicht mehr von den ehemaligen Entwicklern, aber es sollen ein paar Entwickler dabei sein, die ja, da mitwirken sozusagen. Und sie haben sich welche von GTA geholt und von Far Cry. So, das waren jetzt so ein paar Infos, was auch noch sein wird, was sehr stark natürlich daher, dass man einen Afroamerikaner spielt, was sehr stark in den Vordergrund kommt, ist der Rassismus, der Ende der 60er war, diese Rassentrennung, also weiße Frauen durften sich nicht mit schwarzen Männern abgeben und die Schwarzen wurden ein bisschen von der Polizei unterdrückt und so. Deswegen sollte man, kommt man auch nicht so leicht an Waffen ran und so. Also das ist alles so ein bisschen schwierig und man muss so ein bisschen im Untergrund arbeiten. Finde ich sehr interessant, ganz ehrlich, finde ich sehr interessant. Und was ich so gehört habe, hat mich dann schon neugierig gemacht. Auch wenn ich ein bisschen es ernüchternd finde, dass man nicht mehr Vito spielt und er nur mitspielt und anscheinend man auch in einer Mission, also in einer Story-Mission, erfährt, was dann mit Joey passiert ist und warum Vito jetzt in New Orleans ist und da mitmischt mit dieser afroamerikanischen Mafia. Yep, gut. Das war jetzt alles so zum Trailer und so kleine Infos, die ich so aufgeschnappt habe. Und jetzt gucke ich mir einfach mal so ein bisschen die Gameplays an. Die interessieren mich ja am meisten. Also die habe ich mir natürlich dann angeguckt. Wir haben so Schnipsel gekriegt von 2K. Und das waren halt dann immer so Action-Dinger und die würde ich halt jetzt mit euch mal so kurz angucken. Da gibt's eins, das sieht man halt ganz gut. Da läuft der Protagonist läuft da durch die Straßen und man sieht, die Straßen sind schon belebt und sind abgesperrt und man sieht jetzt gerade das, was ich gesagt habe, Rassentrennung. Ein Schwarzer wird von der Polizei so ein bisschen zurückgehalten. So, nein, hier Strafe zahlen, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wie sie es übersetzen. Ich hoffe es ja, dass sie es wieder komplett in Deutsch übersetzen, aber daher, dass sie den Trailer übersetzt haben, denke ich, dass es dann auch in Deutsch kommt. Alles komplett so wie immer alle Mafias waren. Hoffe ich, hoffe ich. Und man hat es halt sehr gut gesehen und man kann sich da anscheinend raushalten oder man kann da mitmischen und die Polizei halt einfach eins auf die Glocke geben oder schießen oder was weiß ich. Vielleicht kann man auch nachher so Banden machen. Das ist alles, steht alles noch in Kinderschuhen. Man hat halt nicht so viel Info gekriegt und so viel sieht man jetzt auch in dem Gameplay nicht. Ich muss schon sagen, die Grafik sieht schon, ja, ganz gut aus, aber hat jetzt auch nicht so einen Megasprung gemacht zu Mafia 2. Ich habe Mafia 2 auch noch verdammt gut in Erinnerung, was die Grafik angeht. Ich denke, dass sie da in den Karosserien so ein bisschen rumgeschraubt haben, aber ich denke, die Umgebung, ja, vielleicht noch so ein paar Glanzeffekte oder so. Aber der Rest würde ich sagen, ich weiß es auch nicht. Gut, gehen wir zur nächsten und da ist dann so, dass unser Held oder unser Anti-Held in ein Auto einsteigt und man kann quasi die Leute mit der Knarre bedrohen und dann kann man halt hier so rumheizen. Ich finde jetzt die Steuerung von den Autos so ein bisschen träge. Ich habe es ja selber nicht gespielt. Man konnte es auch nicht spielen. Das sind ja, ist ja, aber es wirkt so ein bisschen träge, so wie der da durchfährt. Aber das Fahrverhalten von den Autos 1968 ist vielleicht auch nicht so extrem. Ich hoffe nur, was ich da jetzt hier sehe, man sieht auch die Leute, die rennen über die Straße und ist schon ein bisschen belebt, aber nicht so ganz. Also es ist so gut, es ist dunkel, aber es ist nicht so ganz belebt, finde ich. Also ist mir ein bisschen zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wie gesagt, es ist gerade dunkel, am Abend laufen auch nicht so viele rum. Warum soll da auch jetzt so die ganze Straße voll sein? Aber gut, New Orleans, da ist halt schon so Partystadt, ist das früher gewesen und noch heute. Aber gut. Dann habe ich was mitgekriegt, was ich auch sehr geil finde in diesem Take. Man sieht so diese Takedowns, die ich sehr nice finde. Anscheinend gibt es auch Stealth-Takedowns, was richtig gut ist, was ich richtig geil finde. Man kann natürlich schleichen.
und sich an die Wand lehnen und dann wenn einer vorbeiläuft, dann einen Takedown machen. Das ist eine Sache, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es ist natürlich dann, macht sich das dann schon ein bisschen so in die Stealth-Mechanik. Also wird die Stealth-Mechanik in Mafia 3 noch besser sein als in 2, wobei ich in 2 ja ein bisschen weniger gestealtht habe. Dann gibt es dann natürlich auch so richtige brutale Takedown, wie wir jetzt auch in diesem Take sehen, wo wir da mit dem Messer auf den einhackt. Das ist richtig krass. Und da sehen wir dann auch dieser Hippie-Style, ne? In dem nächsten Take. Da sieht man so, ich mache da kurz Pause, man sieht so, dass da so Disco-Fieber, so diese Lichter und so und die Schlaghosen und so, die kommen da schon zum Vorschein. Finde ich cool, finde ich cool. Also das Setting so in diesem Jahr, wo es spielt, finde ich richtig cool. Und ja. Und dann hat man dann halt in den nächsten Schnipseln hat man dann halt noch eine Schießerei in gerade diesen in diesen Einrichtungen gesehen. Man sieht das Deckungsverhalten und so und dass es wieder Third Person ist und nicht Ego-Shooter. Das freut mich auch, weil das hat mir immer sehr gut gefallen in den Mafia ja in den ganzen Mafia-Spielen, dass es nicht hier so auf die Ego-Shooter-Perspektive ist. Jetzt sehen wir in dem Take sehen wir da sind irgendwelche Schurken von einer anderen Mafia oder so und die ballern und plötzlich drehen die sich und man sieht im Hinterspiegel noch, wie das Auto so sich überschlägt und Feuer fängt und ich finde, das ist jetzt schon wieder zu arg so casual-mäßig, so yeah. Also, wenn ein Auto auf die Seite geht, dann dreht es sich nicht und es fängt auch nicht an zu brennen. Das ist eine Sache. Die finde ich jetzt nicht so toll. Das ist jetzt so, ja, bitte, ein bisschen übertrieben, aber was willst du machen? Gut. Ob so bleibt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat man auch gerade eben gesehen, also die Schurken oder die Mafia, die Gangster haben da wie brutal auf dein Auto geschossen. Und im nächsten Ausschnitt dreht sich halt mal die Kamera. Wo ist denn das? Hier in der nächsten, also man sieht hier auch noch mal so, man rammt ein Auto und es brennt und explodiert und das finde ich halt ein bisschen überzogen. Und hier fährt er auch durch die Straßen und jetzt haben wir tags und ihr müsst mal auf die Straßen achten. Die sind doch auch so leer wie im Dunkeln, ne? Ob das so bleibt? Na gut, das ist eine Pre-Alpha-Ding und so. Jetzt sieht man von vorne, was ist denn das? Das Auto wurde gerade wie, was weiß ich, beschossen und du bist auch in einen reingecrashed. Die Kamera dreht sich. Kein Schadensmodell. Oh, ich hoffe nicht, dass das im fertigen Spiel sein wird. Also, das ist richtig heftig. Das ist mir sofort aufgefallen. Also, auch übertrieben, wie er in den reinrammt. Der explodiert und dreht sich und reißt alles nieder. Der rammt den hinten. Kein Schaden. Die Kamera springt nach vorne. Kein Schaden. Das ist echt eine Sache, wo ich sage, boah, hoffentlich ist das nicht im fertigen Spiel so. Gut, es ist ja hier so, sie wollen das nur den Leuten zeigen und so, ist ja okay. Können sie ja auch, finde ich in Ordnung. Das ist alles noch so Meckern auf hohem Niveau, was ich hier jetzt gerade mache, aber das ist halt das erste Video-Footage, was man hier sieht. Und was man da halt jetzt sieht, das ist halt Action, 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 Action. Man sieht halt nicht geile, stimmungsvolle Videosequenzen oder sonst irgendwas oder irgendetwas, was so ein bisschen die Story füttert. Man sieht gar nichts. Man sieht halt hier fette Ballereien, schöne Grafik. Auf jeden Fall ein kleines bisschen hat sie sich gut verändert, aber. Und dann nimmt er hier den Granatenwerfer und ballert wie ein Wahnsinniger diese Autos kaputt. Die Feuereffekte sind schon geil, aber ich meine, in Mafia 2 war, wenn ein Auto explodiert, da sind die Autotüren rumgeflogen und Alter, und die Motorhaube ist weggeflogen und den Spiegel hat man fliegen sehen. Also es war sehr detailliert und sehr, ja, wie soll ich sagen? Real. Es war so ein bisschen realistischer. Was ich jetzt sehe, ist so ein bisschen arcadiger geworden. Es ist nicht mehr so realistisch, wie Mafia 2 war,
Es ist so, also ich weiß nicht, ob sie das jetzt nur fürs Video so gemacht haben, ob das alles noch kommt. Es soll ja auch erst 2016, im April oder so, soll es rauskommen, was ich auch noch bezweifle, weil das Ding sieht noch nicht arg fertig aus. Aber wenn es rauskommt, ich freue mich drauf. Mit so ein bisschen Gänsefüße freue mich. Ich freue mich, endlich zu erfahren, was mit Vito passiert ist und mit Joey. Ich hoffe, dass sie das auch wirklich in die Story einbauen, weil das ist etwas, was ich unbedingt, unbedingt sehen will. Auf jeden Fall. Das hat mich vor 4 Jahren einfach, oder war es 5 Jahren, vor 5 oder 4 Jahren, ich glaube 5 Jahren war es sogar, hat es mich einfach hier so im Regen stehen lassen, das Game. So, ja, was ist denn jetzt mit Vito? Was passiert denn mit Joey? Was geht? Was ist hier passiert? Wow. Das fand ich halt so ein bisschen schade, schade, schade. Also, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ihr könnt mir unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem ersten Gameplay haltet und was ihr so zu diesen Schnipseln sagt, die uns da vorgesetzt wurden. Was sagt ihr dazu? Ist das cool? Ist das nicht cool? Hat das Potenzial? Oder stinkt es gegen Mafia 2 total ab? Ich frage mich auch, ob sie wieder diesen Realismusgrad reinbringen mit der Polizei, wenn man über rote Ampeln fährt oder wenn man gesucht wird, dass das dann so ist, dass das Nummernschild dann die ganze Zeit angezeigt wird, wenn man dann aussteigt. Oder vielleicht dann die Klamotten wieder gesucht wird, also dass man sich da erst umziehen muss, dass man nicht mehr gesucht wird oder so, dass man nur so von der Polizei flüchten kann. Ob sie das so wieder machen, das ist alles so eine Sache. Es waren viele, viele Bausteine im Mafia drin, die GTA halt nie mitgebracht hat. Vor allem dieser Realismus. Vor allem dieser Realismus halt. Und ich hoffe, dass sie diesen Realismus nicht rausnehmen aus Mafia 3, weil dieser Realismusgrad war halt ein bisschen mehr wie in GTA. Sogar in GTA 5 finde ich den Realismusgrad nicht so wie in Mafia 2. Gut, das war meine Meinung. Klar, jetzt kann jeder hier sagen, Zocki übertreibt's halt. Es ist meine Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung unten in die Videobeschreibung, nein, in die Kommentare rein. Und ja, freut euch, ich bin wieder auf dem Dampfer, auch wenn ich hier so ein bisschen bartig bin. Aber hey, ein Bart macht weise, ne? Also bin ich der weise Zocki. Ich meine, der Witcher trägt auch einen Bart. Ich meine, Geralt. Guck ihn dir an. Der ist zwar noch nicht so lang wie Geralt seiner, aber kommt schon ran. Jedenfalls wünsche ich euch schöne Ferien. Ihr habt bestimmt Ferien. Ich muss arbeiten. Meine Zeit ist vorbei. Ich bin jetzt schöne 2,5 Wochen zu Hause gewesen und wegen meiner OP. Und das waren meine Ferien. Yippie! Auf jeden Fall wünsche ich euch schöne Ferien, einen schönen Urlaub, egal wo ihr seid. Postet eure Meinung in die Kommentare. Ich lese mit durch. Ich bin da echt drauf gespannt, was ihr so meint. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part von The Witcher oder vielleicht auch Batman. Macht's gut. Ciao.